Hallo zusammen, das ist das erste von zwei Videos, in dem es darum geht, wie wir unsere Schwörer Ventcube Lüftersteuerung in unser Smart Home System einbinden und das Ganze am besten noch mit Alexa verknüpfen. Von Haus aus bringt die Steuerung das ja leider nicht so mit, dass man das irgendwie in ein Smart Home System einbinden kann. Und ich habe mich hingesetzt und wollte das Ganze mit unserem eigenen System verbinden und dann aus Faulheitsgründen am besten noch über Alexa steuern können. Dass ich einfach morgens irgendwie sagen kann, Alexa Wintermodus oder weiß nicht, wenn man in der Küche ist und irgendwie mal eben schnell die Kochgerüche abgezogen haben will aus dem ganzen Haus, sagen kann, Alexa Lüftung Stufe 4, dass diese kurzzeitige, schnelle Lüftung mal passiert, damit man nicht immer zum Wandmodul laufen muss. Und ich hatte gerade schon gesagt, da gibt es zwei Videos, das hier ist das erste davon und ich möchte das Ganze aufsplitten, weil es gibt einen Teil, der sehr grundlegend ist, das ist dieses Video hier und einen Teil, der sich eher um die Einrichtung kümmert von dem ganzen System. Jetzt im ersten Video geht es darum, was brauche ich für Voraussetzungen, was muss ich eventuell vorher noch erledigen und wie richte ich das Ganze so grundlegend ein, damit wir dann im zweiten Video dann tatsächlich so softwaremäßig die Einrichtung machen können und wissen, was wir dann bei der Alexa machen müssen. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, deshalb die Auftrennung auf zwei Videos. Okay, wir fangen vorne an und gucken uns unten bei uns im Keller, bei euch vielleicht im Technikraum, egal wo der Technikraum sich befindet, gucken wir uns die Lüftungssteuerung an. So, wir befinden uns jetzt hier im Keller. Hinter mir die Lüftung, das Ding solltet ihr kennen. Und da ist die Steuerung der Lüftung. So sieht das bei uns aus. Es könnte vielleicht bei euch ein bisschen anders aussehen, aber meistens hängt dann so ein grauer Kasten da in der Nähe und dahinter befindet sich eine Platine. Wir schrauben das jetzt mal auf. Das ist im Grunde nicht kompliziert. Da haben wir hier an den Ecken einfach so kleine Schrauben, die man aufschrauben kann. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was sich darunter befindet. Wichtig, von außen kann man es jetzt schon mal sehen. Da oben gehen einige Kabel raus. Und dieses graue hier ist ein Netzwerkkabel. Darum wird es jetzt gleich gehen. So, das Ganze ist aufgeschraubt. Jetzt sehen wir hier jede Menge Kabel. Das Wichtige befindet sich an der Oberseite. Die steht auf dem Kopf, die Platine. Aber hier seht ihr eine sogenannte RJ45-Buchse. Und das hier ist ein ganz normales Netzwerkkabel, was irgendwie hier verlegt ist und da oben dann rauskommt. Das war bei uns schon vorverlegt, aber das kann man natürlich auch selber machen. Hierbei bitte natürlich, ich gebe keine Gewähr, alles auf eigene Gefahr, aber wenn man hier irgendwie, wenn man da irgendwie ein Netzwerkkabel verlegt in das Gerät rein und dann da oben was in die Buchse reinsteckt, das sollte jeder hinkriegen. Und das ist Voraussetzung dafür, dass wir diese Steuerung übers Netzwerk ansprechen können. Wie euer internes Netzwerk dann natürlich aussieht, ist immer unterschiedlich. Bei uns kommen die Kabel dann auf der anderen Seite hier an und laufen in den Serverschrank und in den Switch. Wie gesagt, bei euch kann das anders sein. Hauptsache, ihr habt das Ding im Netzwerk hängen. Zusätzlich braucht ihr natürlich noch irgendein Gerät, auf dem IO-Broker läuft. Das ist bei uns dieses Gerät hier. Das ist ein normaler Raspberry Pi 3B Plus oder so. Also auf allen Geräten, auf denen der IO-Broker läuft, können wir das jetzt machen. Da gilt diese Anleitung und ihr seht, auch der hängt natürlich am Netz. Hier oben, das was ihr da seht, diese Platine ist nicht wichtig für euch, die braucht ihr nicht. Das ist nur, wenn ihr Zigbee-Funktionalität noch mit reinbringen wollt. Na klar, den Router brauchen wir natürlich auch noch, aber den habt ihr, denke ich, zu Hause. Und das war es dann auch schon mit den Voraussetzungen. Steuerung im Netzwerk und ein Gerät, auf dem IO-Broker läuft. Und jetzt gucken wir uns an, wie wir das Ganze verbinden. Zur Kontrolle, ob die Lüftungssteuerung wirklich im Netzwerk erkannt wurde, kann man dann noch in sein Router-Control-Panel gehen. Da sind wir jetzt gerade hier bei mir und wir sehen das Gerät Hermes LT. So sollte sich das bei euch anmelden. Und daneben müsste auch immer eine IP-Adresse zu sehen sein, die dem Gerät vergeben wurde. Dieser Punkt ist zum einen jetzt wichtig, um zu sehen, aha, unsere Steuerung ist im Netzwerk. Und zum anderen wird die IP-Adresse hinterher noch wichtig. Wenn ihr diese Kontrolle macht, notiert euch die am besten schon mal. So, weiter geht es jetzt im IO-Broker. Wie ihr den installiert und wie ihr den einrichtet, First Steps und so weiter, da gibt es eine super Beschreibung, gerade für den Raspberry, auf der IO-Broker eigenen Homepage. Link kann ich ja in die Beschreibung packen. Wir setzen jetzt mal voraus, ihr habt IO-Broker installiert, alles läuft und jetzt geht es genau da weiter in dem Admin-Control-Panel und wir schauen,
wie wir da jetzt weitermachen. So, da sind wir auch schon. Wir sind in der Übersicht. Es kann sein, dass es bei euch genauso aussieht, wenn ihr euren IO-Broker aufruft. Bei mir ist es diese lokale Adresse hier oben. Und jetzt geht es darum, den Adapter, der sich mit der Schwörer WendCube-Steuerung verbindet, zu installieren. Dafür gehen wir hier links auf Adapter. Und jetzt habe ich hier schon was vorbereitet, nämlich hier habe ich einfach mal in die Suchleiste oben Wend eingegeben. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Wir tun jetzt mal so, als hätte ich den nicht installiert und gehen dann hier oben auf den Button Installieren aus eigener URL. So, jetzt gibt es einmal von GitHub. Da liegt das Projekt auch, das heißt, da kann das immer wieder geupdatet werden. Im Moment funktioniert die Auswahl des Adapters hier noch nicht. Wenn ich hier WendCube eingebe, kommt noch nichts. Das könnte in der Zukunft vielleicht kommen. Deshalb gehen wir hier oben noch auf Beliebig. Und dann müssen wir hier eine URL einfügen, die ihr auch in der Beschreibung findet. Hier sieht man schon, das Ganze liegt auf GitHub in meinem Repository und ist entsprechend der Adapter. Für die, die es interessiert, können wir jetzt noch eine Debug-Ausgabe anmachen. Aber so machen wir erstmal. Das passt. Also installieren. Es dauert jetzt ein bisschen und wenn der Adapter fertig installiert wurde, dann schließt sich das Ganze wieder. So, jetzt haben wir hier oben immer noch Wend als Filter eingegeben. Das heißt, ich kann das hier relativ schnell finden. Installierte Version, installierte Instanzen ist bei mir jetzt 1. Wie gesagt, ich hatte es ja schon laufen, bei euch sollte da eine 0 stehen. Und jetzt können wir eine Instanz hinzufügen, wenn wir noch keine haben, über dieses Kontextmenü. Wir klicken daneben auf den kleinen blauen Button mit den drei Punkten und unten links auf das Plus. So, Sie werden eine neue Instanz hinzufügen von lalala. Wir würden jetzt auf Hinzufügen klicken. In eurem Fall ist das so. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen und öffne die Konfiguration der schon installierten Instanz. Und so sollte das dann bei euch aussehen. Der Adapter wurde zuerst installiert, dann eine Instanz hinzugefügt. Und wenn das passiert ist, sehen wir hier die Adapterkonfiguration für WendCube Control 0. 0 deshalb ist der erste Adapter bzw. die erste Instanz. So, hier können wir jetzt drei verschiedene Sachen einstellen. Die wichtigste ganz links, die IP eurer WendCube-Steuerung. Das haben wir uns gerade im Router-Control-Panel angeguckt und bei mir ist das zum Beispiel diese lokale IP. Die, ganz wichtig, wenn das nicht passt, funktioniert das Ganze nicht. Dann als nächsten Punkt, der Intervall für die Werteaktualisierung. Eigentlich habe ich da Intervall schon mit 2 geschrieben, ist egal. Das bedeutet, alle 5 Minuten wird jetzt nach einem neuen Wert geschaut. Wenn ihr jetzt sagt, nö, meiner soll bitte alle 2 Minuten gucken, dann tragt er da eine 2 ein oder alle 10 Minuten entsprechend eine 10. Ich bin nicht in den Sekundenbereich gekommen, weil das ist, glaube ich, nicht nötig, sekündlich irgendwie Temperatur zu aktualisieren oder irgendwelche Lüftungsstufen. Das sollte einfach im Minutenbereich bleiben, ist, glaube ich, auch eine Performance-Sache. Und dann zu guter Letzt, ganz rechts, das ist so ein bisschen was für Debug-Zwecke, schreibe eine Log-Ausgabe. Falls ihr mal sagt, hey, lieber Jan, da funktioniert was nicht und irgendwie schreibt ihr mir eine Mail oder so, dann kann man das anmachen und hier links sehen wir einen Bereich Log. Da kann man dann gucken, was sagt mir dieser Adapter, was vielleicht nicht funktioniert. Das wird natürlich auch noch ausgebaut in der Zukunft, dass der möglichst viel bereitstellt oder Log-Ausgaben eben schreibt, damit ich weiß, wenn bei euch was nicht funktioniert, woran liegt das. Hier unten könnte man noch eine Beschreibung hinzufügen, habe ich aber noch nicht. So, wenn das funktioniert und ihr habt die Werte angepasst, das kann ich ja jetzt mal gerade hier machen, dann kann man hier unten auf Speichern und Schließen gehen und der Adapter bzw. die Instanz, ich sage immer Adapter, der wird automatisch neu gestartet. Das kann man sich jetzt auch im Log anschauen. Da steht dann zum Beispiel hier WendCube Control 0, Starting, und alles gut. Keine rote Farbe, wenn man da rote Farbe drin sieht, ist immer böse. So sieht das ganz gut aus. Wenn wir jetzt kontrollieren möchten, hat das alles funktioniert, können wir auch in den Bereich Objekte gehen, ganz links. Und da haben wir schon ein Objekt, eben, was wir gerade hatten, WendCube Control 0. Klicken wir auf und aha, wir sehen hier die verschiedenen Werte, die zurzeit unterstützt werden. Das Tool ist natürlich in der Entwicklung und zurzeit sind das eben nur diese Werte, die zur Verfügung gestellt werden. Und das sind momentan noch die Außentemperatur, die über den Außenfühler bei euch am Haus gemessen wird. Welchen Operating Mode, also welchen Betriebsmodus habe ich gerade in der Lüftung? Welchen manuell eingestellten Lüftungswert habe ich? Weil man könnte ja jetzt in den manuellen Modus gehen und das wäre eine andere Lüftungsstufe als die, die über den Operating Mode kommt. Die Lüftungsstufe, die über den Operating Mode kommt, das ist Current Fan Level, also aktuelle Lüftungsstufe. Das ist die, die ihr dann auch am Panel ablesen könnt. Und bei uns ist das Normal Level 3.
Wenn wir jetzt in den Handmodus wechseln würden, würde er auf Level 2 wechseln, weil das ist die aktuell manuelle eingestellte Lüftungsstufe. Und dann auch noch zum Kontrollieren, updatet er auch in einem richtigen Intervall, habe ich hier noch Last Update, das ist, ja, das passt ganz gut. Da können natürlich in der Zukunft oder da werden natürlich in der Zukunft weitere Datenpunkte hinzukommen, dass hier ein bisschen mehr steht, aber im Moment, zum Stand heute, seht ihr ja, was das heute ist, sind es erstmal nur diese Werte. Wenn wir soweit sind, haben wir schon mal einen großen Schritt geschafft. Eine Sache brauchen wir jetzt noch, um die Verbindung mit Alexa vorzubereiten. Und zwar gehen wir dann nochmal in die Adapterübersicht und geben hier ein Cloud. Da gibt es die sogenannte Cloud Connection, den Cloud Adapter, und der ist dafür da, um Alexa mit I.O. Broker zu verbinden. Das habe ich bei mir jetzt schon installiert. Da schaut bitte in die Anleitung und First Steps, erste Schritte, Installation und so weiter von dem Cloud Adapter. Link ist auch in der Beschreibung. Und wenn ihr das installiert habt und verbunden habt, dann habt ihr natürlich genauso bei den Instanzen, wie wir da unseren WendCube Control haben, oben den Cloud Adapter, die Cloud Verbindung. Und wenn das alles funktioniert, hier ein grüner Punkt da ist, dann sieht das alles hier so aus. Und was wir hier machen müssen, das ist der nächste und letzte Schritt, wie wir letztendlich das alles für Alexa vorbereiten. Das gucken wir uns im nächsten Video an. Da wird es nämlich etwas umfangreicher, wie wir das Ganze Alexa beibringen können. Weil die kann das von außen nicht. Wir müssen das ein bisschen übersetzen für sie und auch rückwärts übersetzen, dass wir zum Beispiel sagen können, Alexa, Lüftung Winter, und dass das System dann versteht, aha, welchen Wert muss ich denn jetzt setzen? Welchen Wert müssen wir eintippen dafür? Und so weiter. Das kommt dann im nächsten Video. Bis hierhin erstmal hoffentlich verständlich. Wichtig in diesem Voraussetzungsvideo, Lüftung im Netzwerk, ich habe ein Gerät, auf dem I.O. Broker läuft, ich kann darauf zugreifen, ich kenne die IP-Adresse und dann Adapterinstallation und Einrichtung und als fünften Punkt Cloud-Adapter-Einrichtung. Der fünfte Punkt, also wenn man meinen Adapter eingerichtet hat, das geht noch ganz gut, ich hatte leichte Probleme bei der Cloud-Verbindung, bis ich das geschafft hatte, aber wenn man soweit ist, die Dokumentation von dem Cloud-Adapter ist eigentlich sehr gut. Wie gesagt, das findet ihr dann in der Beschreibung alles. Und wenn das alles läuft, sind wir bei dem Punkt fertig. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze mit Alexa verbinden. Wenn wir diesen Punkt fertig haben und jemand sagt, ja, ich möchte das aber gar nicht mit Alexa. Ich habe zwar auch I.O. Broker, aber ich will das in mein XY-System einbinden. Dann ist das jetzt schon eine gute Voraussetzung, denn die Datenpunkte sind ja schon da. Man kann sie schon auslesen. Egal, welches System jetzt hinten dran kommt, das kann auf diese Datenpunkte über I.O. Broker schon zugreifen, sie auswerten, auslesen und bei denen, wo es geht, auch schon setzen, dass man zum Beispiel die Lüftungssteuerung ändern kann. Gut, wie gesagt, ich hoffe verständlich. Im nächsten Video dann Verbindung mit Alexa. Bis dahin, macht es gut.